Na, wo ist denn der Daniel? Da ist er nicht. Hallo, wir kommen sofort. Da ist er. Da bin ich. Einen wunderschönen guten Abend hier bei Fluggesellschaft.de. Hallo Daniel, hast du geschafft? Mit ein wenig Verzögerung jetzt aber dann doch irgendwie auf eine Alternativlösung auf meinem Handy. Erstmal herzlich willkommen an alle Luftfahrtfans, Flugzeugverrückten, Plane-Maniacs, Fluggesellschafter, Kerosinis und so weiter und so fort. Wen haben wir denn alles da? Es waren unheimlich viele jetzt schon da, über 76. Herzlich willkommen. Wir sind 2 Minuten zu spät. Bitte entschuldigt das, aber den Daniel können wir jetzt soweit laut und deutlich hören. Ich kriege gerade auch eine Info, dass die Internetleitung nicht so dolle wäre, dass mein Ton zu laut ist. Da brauchen wir von euch auf jeden Fall auch ein Feedback gleich. Jetzt haben wir kurz den Hinweis, was wir vorhaben. Im Thumbnail sieht es ja so aus, als wenn wir uns heute um Oldtimer-Flüge kümmern. Ja, wir sind auch nicht mehr ganz so jung. Zwei Oldtimer wollen euch jetzt mal erzählen, wie sie zum Planespotting live gekommen sind. Und da blicken wir nicht bis in unsere früheste Kindheit zurück. Wir hätten euch natürlich jetzt gerne ein paar Kindheitsbilder geliefert, wo wir irgendwo vor einer LTU TriStar L1011 stehen oder irgendwas in der Art. Aber wir gehen nur 6 Jahre zurück. Das ist in dem, was wir hier machen, Planespotting Live, ja ein Quantensprung. Schaffe ich es nochmal eben? Daniel, guckst du mit in den Chat? Ich begrüße nochmal eben Hermann Klampfel, Planespotter, Ich JK, Birgit kann ist hier im da. Moment nirgendwo in den Chat gucken. Du kannst nichts mitgucken. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Annikat ist da, Honda, Mario, Markus aus L. Micha Hagen, HB Hagen ist auch da, also der Micha aus Hagen und der HB Hagen, Jürgen Ruf, Birgit Conley habe ich glaube ich schon genannt, Jörg Wiethoff, Leopoldine ist da, Marcel Darmstadt 98 Flyer, die Anka Sarah ist auch da, der Paddy ist da von Hamburg Hafen Live. Hallo, dass du wieder dabei bist und viele mehr, natürlich auch unsere Moderatoren Sebastian Kolze, Markus Götz habe ich gesehen, der Papptransit, das ist unser Martin, von dem zu ihm schicken wir herzliche Grüße. Das kannst du mal machen, Daniel. Ja, herzliche Grüße an den Martin und gute Besserung. Der liebe Martin hat seit gestern Abend sich mit einem grippalen Infekt irgendwie da niedergestreckt sozusagen. Und deswegen haben wir hier umdisponiert, um es mal so auszudrücken, dass der Thomas und ich jetzt heute mal eine Show gemeinsam machen. Und ich gehe jetzt mal trotzdem in den Chat. Ich Okay, versuche mach du hier das mal, gerade dann mal erkläre ich das eine. mal. Also, Daniel ist gesetzt heute und den Martin hätte ich gerne dabei gehabt, weil wir das Thema Düsseldorf haben. Und das ist ja Martins Lieblingsthema, Düsseldorf. Und ja, wir wollen gar nicht so viel quatschen, sondern wir wollen direkt loslegen. Ich weiß allerdings jetzt gerade vom Richtig. Ablaufplan gar nicht, womit wir anfangen. Ich glaube, wir fangen sogar mit Düsseldorf an. Nee, wir fangen mit, lass mich raten, wir fangen mit Amsterdam an. Entschuldigt, wir sagen. Planespotting live in Deutschland und fangen mit Amsterdam an. Sorry an alle Niederländer und Holländer. Wir fangen mit Amsterdam an. Wir gehen zurück in das Jahr 2017. Daniel und ich haben uns im Herbst 2017, glaube ich, zum ersten Mal gehört und dann in Amsterdam zum ersten Mal gesehen. Warum? Weil Big Jet TV mit Jerry Dyer und Johnny Heather nach Amsterdam gekommen sind zu ihrer ersten Auslandsreise außerhalb von UK. Die haben ja immer in London gestreamt. Und wir waren quasi die Hardcore-Fans, die die da am Flughafen empfangen haben. Ne? Kann man das so Ja, beschreiben? so kann man das durchaus beschreiben. Aber ich glaube, wir müssen noch ein ganz kleines Stückchen zurückgehen. Das Livestream an sich hat Big Jet TV angefangen auf einer Plattform, die es heute gar nicht mehr gibt. Bin den ganzen Nachmittag schon überlegen, wie diese Plattform hieß und ich kam nicht mehr drauf. Weißt du das noch? Periscope. Ja, Periscope heißt. Periscope, genau. Und da hat Jerry erstmal alleine angefangen, bis dann er den Johnny mit dazugenommen hat, seinen Neffen. Und da habe ich Jerry und Johnny dann das erste Mal auch wirklich gesehen. Bin da mit denen in Kontakt getreten und haben gesagt, ja, wir machen eine Show in Amsterdam, kommst du mit dazu? Und da Amsterdam gerade mal 2 Stunden von hier entfernt ist, habe ich gesagt, oh, ja, klar, kann man sich kennenlernen. Und Thomas kam dann eben auch mit dazu und da habe ich Thomas das erste Mal live kennengelernt. Also wir haben uns nicht in Deutschland, sondern in Amsterdam, im Ausland sozusagen kennengelernt, im Europäischen.
Das sehe ich auch noch jünger aus. Also jetzt habt ihr den direkten Vergleich. Das ist also jetzt 6 Jahre und ein paar Monate her. Ich will da gar nicht jetzt den Thomas so viel erzählen lassen. Wir beschreiben kurz die Situation. Wir sind in Amsterdams Schiphol am Flughafen auf der Besucherterrasse. Im Hintergrund seht ihr jemanden in einer neongelben Weste und an seiner Kamera rumfummeln und an seinen Geräten rumfummeln. Und Daniel und ich stehen daneben und sind überrascht, was da jetzt passiert. Wir wussten das ja auch nicht. Wie geht das mit dem Livestream? Ja, welche Geräte braucht man dazu? Wie sehen die Kameras aus? Also all die Fragen, die ihr auch habt. Und das Problem war, die sind aus England gekommen und hatten irgendein Problem mit der Verbindung. Daniel, weißt du noch, wie das damals war? Ich lass mal laufen im Hintergrund mit relativ wenig Ton. Ja, das kann ich dir sogar ziemlich genau sagen. Also Jerry benutzt heute noch genau das gleiche Equipment eigentlich. Aber an das Equipment musste zur Datenübertragung mussten Surfsticks angesetzt werden. Und zwar mit 2 SIM-Karten. Die SIM-Karten, die er aus England mitgebracht hat, die haben nur dort nicht funktioniert. Die waren nicht für die Niederlande freigeschaltet, für das niederländische Netz quasi. Und deswegen haben die da ganz massiv Probleme gehabt. Und sind dann letztendlich, bin ich der Meinung, ausgewichen auf die Handykamera, anstatt das teure Equipment zu benutzen, was sie da hatten. Ich meine sogar, haben die nicht auch dein Handy benutzt? Oder es war zwischendurch so, dass die nochmal an ihre Sticks mussten, an ihre SIM-Karten? Also ich weiß noch, wie wir unten bei McDonald's waren und dann haben die ganzen SIM-Karten da rausgefummelt. Die brauchten noch diesen Draht oder eine Büroklammer, um ihre SIMs da einzulegen in die Handys. Ja, natürlich. Dann sind die noch in so einen Shop gegangen, haben noch eine neue SIM-Karte gekauft und wir saßen da, Daniel und ich daneben. Also wir waren eigentlich zu viert, ne? Jerry, Johnny, Daniel und ich. Und irgendwie haben sie es dann hingekriegt und man sieht es hier, Jerry, hinter Jerry, das ist der mit der Mütze, da ist dieses iPhone mit der roten Umrandung da, mit diesem roten iPhone-Case. Ja, genau, mit dem roten Cover, genau. Und damit hat der gestreamt und Quality kann man sagen, weiß nicht, 360p oder irgendwie sowas, ne? Also es war schon relativ gut und ich glaube, es ging auch nur zu Facebook. Die waren damals noch nicht bei YouTube, ne? Also Periscope. Nein, und machten gerade den Switch. Genau. Deswegen ist das für mich auch schwierig gewesen, das ganze Material zu finden. Also das ist jetzt eine Zusammenfassung, die ich selber zusammengebaut habe aus den Fotos, die ich gemacht habe. Also ich war mit meiner Fotokamera da unterwegs und habe schön Fotos gemacht. Vielleicht sieht man das nochmal hier mit der Actioncam, sind wir jetzt durchs Terminal da gelaufen. Keiner wusste, wo man lang muss. Ach so, und dann war ja noch der Mike Rosenbohm dabei. Das war ein niederländischer oder ist ein niederländischer Planespotter. Der Mike van der Arendt war, glaube ich, an dem Tag auch dabei. Ja. Und hier sieht man, wie wir völlig frustriert in der Mittagspause da jetzt erstmal einen Platz zum Durchatmen und zum Checken der Verbindung gesucht haben. Also das war ganz am Anfang ganz schlimm, wenn man im Ausland war, eine Verbindung herzustellen. Ich muss auch ein bisschen auf den Chat gucken. Ich glaube, die Lösung war letztendlich, dass Johnny aus einem Shop dort am Flughafen 2 Prepaid-SIMs geholt hat. Für das niederländische Netz und die in die Surfsticks reingebastelt hat und damit konnten sie dann, glaube ich, den Rest des Namens das über das teure Equipment dann streamen. Meine ich zu wissen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist nun mal auch schon ein paar Tage her. Ja, ich weiß noch, dass ich da dann weggegangen bin, weil ich konnte das nicht mehr ertragen, dass die da nicht vorwärts kamen. Ich konnte ihnen nicht helfen, weil ich keine Ahnung hatte. Und dann haben sie es echt mit Telefonieren, die haben ja auch Teradek, hast du das schon erwähnt? Also, die haben das teuerste System, was es überhaupt gibt, ja, Teradek, wenn man die Grundausstattung da nimmt. Ich glaube auch mit etlichen SIM-Karten, also ich glaube mindestens 4, eher 6 hatte Jerry immer gewählt. Und wir streamen heute mit 1 oder 2. Ach so, und dann haben wir die noch hier zur Polderbahn gebracht. Guck mal hier. War das an dem gleichen Tag? Ich meine nicht. Wir waren an dem Tag, waren wir nur oben auf der Besucherterrasse. Das muss an einem anderen Tag gewesen sein. Oder ich habe es geschickt zusammengeschnitten. Ich weiß es nicht mehr. Also das war der erste. Vermutlich. Der erste Livestream, der uns bekannt ist, mit mehreren tausend Zuschauern, also mit ein paar vielleicht mit dem Handy, war es schon vorher schon mal ein Livestream, aber der erste so, ich sag mal, halbwegs professionelle Livestream von Luftfahrt-Livestreamern, die kamen eben aus England, aus London. Big Jet TV ist der Pionier des Ganzen.
Daniel hat es ja zusammengefasst, dass die angefangen haben bei Periscope, das ist dann von Facebook geschluckt worden, deswegen haben sie bei Facebook weitergemacht und sind dann erst Jahre später zu YouTube gewechselt, haben zwischendurch ein eigenes System noch gehabt, also eine Streaming-Plattform, so wie es bei Plainstream eigentlich war, auf einem eigenen Server, der übrigens in Skandinavien stand. Und Moni Maria schreibt es auch rein, die gute alte Büroklammer, die hat da weitergeholfen. Ne? Also, und daraus habe ich jetzt hier so ein Special gemacht, das kann man also finden. Wer das nochmal nachschauen möchte, die Links würden wir euch zur Verfügung stellen. Ich will aber jetzt nur mal kurz das skizzieren, wie wir uns kennengelernt haben. Big Jet TV, das ging dann weiter, beziehungsweise da gab es eine Gold Launch. Und wir zwei, der Daniel und ich, auch leicht verändert, haben dort in dieser Lounge, das ist eine abgeschlossene Fangruppe bei Facebook gewesen, dort haben wir uns dann getroffen und jeder war so aktiv, da gab es einen Taktdriver, den Trevor's Taktours, wer sich erinnern kann, also das ist ein Pushback-Fahrer in London Heathrow, der hat das so, ich sag mal, halb legal gemacht, dass er bei seinen Pushbacks das Handy dabei hatte und live gestreamt hat, aber nur in die Gruppe, sodass das nicht öffentlich jemand sehen konnte. Und Daniel und ich haben gedacht, was können wir in Deutschland mal für Späße machen? Und ich habe ja damals, wir haben ja damals in der Nähe zusammen gewohnt. Ich war in Duisburg, der Daniel in Meerbusch. Und da war in München-Gladbach was los. Und das wollen wir euch kurz zeigen. Daniel, stellt das kurz vor. Soll ich dazu erklären, ja? Das ist die Tante Ju. Und zwar auch bekannt als Iron Lady. Und die Tante Ju ist eine der noch existierenden Modelle, steht in Mönchengladbach im Hangar. Weil der liebe Hugo Junkers, der Ingenieur, der das Fluggerät entwickelt und gebaut hat, ein Einwohner von Mönchengladbach war. Der kommt also daher. Und deswegen gibt es da heute noch einen Förderverein und eine der Maschinen steht dort. Aber in der Regel werden die Maschinen, die für die Rundflüge genutzt werden, oder wurden damals zu der Zeit aus der Schweiz geholt. Weil die Maschine in Mönchengladbach hatte noch einen Motorschaden und man suchte noch verzweifelt nach einem Ersatzsternmotor für die Maschine. Die war also damals nicht einsatzbereit, deswegen kamen immer die Schweizer Maschinen. Ich würde jetzt gerne den Sound mal hochziehen, damit ihr das hört, wie geil der war. Und Gerrit schreibt auch rein, gewesen. Das Flugzeug ist nicht mehr. Wir müssen das gleich nochmal erklären, welches das ist. Ich sage schon mal, das Kennzeichen ist die HB Hot. Einige von euch wissen sofort, worum es da geht und für die, die es nicht wissen, erklären wir es später nochmal. Das muss man nochmal unterscheiden, Thomas. Die Maschine, die in Mönchengladbach im Hangar steht, die steht dort noch. Die steht immer noch. Aber die Maschine, die wir jetzt hier im Film sehen, die ist vor wenigen Jahren abgestürzt. Genau. Und die im Hangar steht, die müssten wir gleich auch nochmal sehen, wenn ich vorspule. Aber ich will jetzt erstmal den Sound anhören. Ach, da ist die jetzt, der Sound im Hintergrund, das ist der Hangar. Guck mal, kriegen wir das beides. Das ist die Maschine, die im Hangar steht, die noch existiert. In Mönchengladbach. Ja. Das ist die Oskar Jenki, genau. Und die haben damals einen Werbevertrag gehabt mit Remova. Weil Remova ja ihre Koffer auch in ähnlichem Wellblech-Design, sag ich jetzt mal, hat. Deswegen bestand dort damals schon eine Werbekooperation. Und ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass man da so eine Fangruppe war und alle sprechen Englisch oder die meisten sprechen Englisch und wir treffen uns da bei Facebook und streamen das nur für diese Gruppe. Waren vielleicht auch nur, weiß nicht, 200 Zuschauer oder weniger, keine Ahnung. Aber war uns egal. Ne? Wir hatten Spaß miteinander. Die Engländer machen immer gute Jokes. Und die kannten das ja überhaupt nicht. Die wussten gar nicht, wo Mönchengladbach ist, wie man das ausspricht. Dass da eine U-52 rumsteht. Beziehungsweise auch jetzt eine zu den Flügen kommt. Und ich hoffe, dass ich die jetzt gleich mal von... Naja, jetzt haben wir das von Nahen nochmal. Na, jetzt kommt die Werbung. Ich wollte euch das Original zeigen. Die spiele ich eben vor... Das ist jetzt der Sound. Achtung, ich drehe mal hoch. Achtung an alle Kopfhörer-User. Und das geht relativ schnell, wenn die Maschine dreht, dann ist der Sound viel, viel leiser. Ja, und Daniel, willst du kurz erklären, was mit diesem Flugzeug passiert ist? Die ist nicht mehr.
Ganz kurz zwischendurch begrüße ich mal jemanden, von dem wir schon lange nichts mehr gehört haben und der lange Zeit aber auch mit uns zusammen unterwegs war. Nämlich der liebe Mike van der Arendt. Guten Abend, Miner. Der hier auch im Chat gerade mit dabei ist und schreibt: Hallo Jungs, das ist lange her. Genau. Mikey war dabei. Einen wunderschönen guten Abend. Mikey war dabei und Mike, wir vermissen dich durchaus. Du dürftest gerne jederzeit wieder mit dazukommen. Zurück zur Maschine. Die Maschine ist in den, wenn ich das richtig weiß, in den Schweizer Alpen durch einen Pilotenfehler abgestürzt. Man wollte in Richtung eines Hanges fliegen und hat aber dabei irgendwie vergessen, so ein paar Regeln wie heißt das denn? Avionik der Luftfahrt. Oder was? Ja, ein paar Regeln der Avionik und wie Luftströme denn überhaupt laufen, vor allen Dingen am Berg, und hat sich da leicht verschätzt. Hat noch versucht, wieder abzudrehen, und bei diesem Versuch ist die Maschine dann kopfüber dann eben abgestürzt. Dann leider auch in einer anderen Lackierung, ja. Ja, sie war dann, glaube ich, in einer anderen Lackierung, ich glaube in Rot irgendwie oder so. Ich glaube, das war die Breitling, also von der Uhrenfirma, die Lackierung. Hier sehen wir sie, ich glaube, ein, zwei Jahre vorher noch in Mönchengladbach in dieser Remova-Lackierung, und dann hat der Sponsor gewechselt und die HB Hot ist dann in den Alpen abgestürzt. Da gibt es mehrere YouTube-Videos dazu, wie das passiert ist. Ich glaube sogar Aeronews Germany, der Pascal, hat da ein Special zugemacht. Und ja. Patrick Riedel schreibt es auch nochmal rein. Da gibt es ein Erklärvideo, wer sich das nochmal reinziehen möchte. Ist sehr dramatisch, ja, und ja, Gänsehaut, ja, Strömungsabriss. Es ist ein Drama. Das hätte nicht sein müssen. Und im Nachhinein, ja, schaut man sehr, sehr traurig da in die Schweiz. Und das ganze Programm ist da dadurch eingestampft worden. Und es ist auch so, dass wir jetzt aktuell keine U-52-Rundflüge mehr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sehen. Derzeit nicht, nein. Derzeit nicht. Okay, das war das Thema. Wir hoffen alle, dass das wiederkommt. Also ich möchte zwei Worte möchte ich zur U-52 noch gerade verlieren. Wem die vielleicht nicht so bekannt ist. Dieses Flugzeug ist entwickelt worden für Kurzbahnstarts und Landungen. Ursprünglich für den, ich meine noch für den Ersten Weltkrieg. So alt ist diese Maschine schon. Damit sie auf ganz kurzen Bahnen auf dem Feld irgendwo landen und auch ganz kurz wieder starten kann. Und die U-52 war die erste Maschine, die mit Klappen an den Flügeln ausgestattet war. Das heißt, alle Flugzeuge, die heute mit Landeklappen ausgestattet sind, verdanken diesem Flugzeug und dem lieben Hugo Junkers eben ihre Klappen. Der war der Erste, der das gebaut hat, so damit die Maschine möglichst langsam fliegen kann und damit möglichst kurze Landezeiten hat, Landestrecke, so rum. Okay, das war also unser Ausflug. Wir sind dann, wir haben uns immer solche Sachen überlegt, was können wir machen in der Nähe, was ist mal was anderes. Und ja, nicht nur Amsterdam ist interessant, Mönchengladbach, sondern natürlich auch der große Flughafen in Deutschland ist ein attraktives Ziel für Planespotter aus der ganzen Welt. Und deswegen hat Jerry und Johnny dann auch gesagt, nachdem sie in Amsterdam waren, müssen sie unbedingt nach Frankfurt. Und da gehen wir mal rüber, wie das damals war. Und zwar ist das im Dezember 2017, also ich glaube sogar fast auf den Tag genau, morgen, vor 6 Jahren, standen wir an der Startbahn West 1.8, an der berühmten Enteisungsfläche, die Icing Pad 1 und 2. Und hatten hier Glück mit dem Wetter für uns Planespotter, nämlich Schneeregen bei weniger als 4 Grad und das heißt De-Icing Action. Und jetzt vor uns ist ein Airbus A340-300, der auch eine Besonderheit hat. Und diese Besonderheit möchte ich doch bitten, einen Zuschauer, der müsste jetzt zuhören und Bescheid wissen, worum es da geht. Und der schreibt jetzt gleich rein, was diese Besonderheit bei diesem Airbus A340-300 mit der Star Alliance Livery ist. Und wer es nicht weiß oder wer raten möchte, der schreibt mal rein. Ein Star Alliance Airbus A340-300, was ist mit dem Besonderes, leider auch was nicht so Positives? Und ich lass mal laufen. Ihr schreibt rein. Ja, lass mal laufen. Jetzt auch die Stimme von Jerry. Und da ist ein
Zuschauer, der winkt. Und so sieht diese Situation im Hintergrund aus. Na, ihr kennt die Stelle, da ist auch der Frankfurt Phil, wurde der da genannt, rechts im Bild. Johnny, der Herr mit der Mütze. Jerry hat seine Skibrille aufgesetzt und Daniel steht mit der roten Kapuze daneben. Das Ganze ist jetzt leider auch in 360p, glaube ich, festgehalten worden. Und leider ja, aber ich glaube, es tut dem der Qualität hier und dem, was rüberkommen soll an Emotionen, und in keinster Weise irgendeinen Abbruch. Der Markus schreibt rein, ich wusste auch nicht, dass ihr so lange schon in Frankfurt seid und dahin kommt. Ja, das ist tatsächlich so, und das war einer der ersten Male im Dezember 2017, wo wir als Fans eines Livestreamers da waren. Das muss man ja ganz klar sagen. Wir waren ja nicht beteiligt, beziehungsweise der Witz war, vielleicht seht ihr das oben links im Bild, da steht Reverser Cam. Da ist eigentlich die Behind-the-Scenes Cam so mitgeboren worden. Also ich habe die nicht empfunden, aber derjenige, der gerade filmt, das bin ich mit, glaube ich, einem iPad oder mit einem, weiß ich gar nicht, Handy. Und der Marcel hat es schon reingeschrieben, was mit dieser Maschine gewesen ist. Einige von euch, die schon länger beim Planespotten dabei sind, die kennen das. Das ist die Fox Alpha. Und das ist der Airbus A340, der in Frankfurt abgefackelt wurde. Und zwar nicht von selber, sondern ein Schlepper darunter hat Feuer gefangen und der hat die Maschine in Brand gesetzt und die musste dann abgeschrieben werden. Das ist die Story dahinter, die mir der HB Hagen übrigens heute Nachmittag geschrieben hatte, was ich persönlich entweder nicht wusste oder vergessen habe oder in irgendeiner Art und Weise nicht auf dem Schirm hatte. Daniel, hattest du das auf dem Schirm? Du wusstest das bestimmt auch nicht, oder? Nee, ich wusste das also auch nicht. Siehst du? Ja. Lassen wir mal weiterlaufen, weil... Ich wusste, dass es mal einen Schlepper gab, der in Brand geraten ist und eine A340, aber dass sie abgeschrieben werden musste, ja, das wusste ich nicht mehr. Das war genau das Flugzeug und das war dann ein Jahr später, 2018. Aber es gab noch eine Besonderheit bei dieser Szene. Da war nämlich eine Flugbegleiterin an Bord, die uns gesehen hat, weil es waren mehrere Typen mit so orangen Westen. Und die hat auch ein Filmchen gemacht für ihren Instagram-Account. Also auch eine der ersten Corporate-Influencerinnen der Lufthansa. Ich weiß gerade aktuell den Namen nicht. Vielleicht kriegen wir das noch hin. Hatten wir da nicht vorne am Geländer, Thomas, auch die Picture-TV-Fahne dann hingehängt gehabt? Nein, es gibt ein Foto von uns beiden, wo wir die ganz brav als gute Fans in die Höhe gehalten haben. Aber das habe ich jetzt gar nicht. Ach, ja, okay. Ich scroll mal weiter. Vielleicht kommen wir zufällig zu der Stelle, weil es sind natürlich auch richtig geile Flugzeuge durch einen blöden Zufall, weil wir nämlich dann am richtigen Tag am richtigen Ort waren. Vor unsere Kamera, also vor Jerry und Johnnys Kamera gerutscht und nichts weniger. Also hier sieht man nochmal die Fox Alpha, aber wer kommt denn da? Wir hatten also das Riesenglück, jetzt haben wir schon wieder die Werbung. Ja, ich habe keinen YouTube Premium. Ich auch nicht. Und jetzt nochmal der Originalton, ja, warte mal. Warte. Die sind da fast ausgerastet, ja. Epic, ja. Also wie es... Quite a lot of flaps for takeoff now, Damien Kershaw saying. Okay, so a bigger flap setting maybe, I'm not sure. I can't believe we just got a wave and... Die Fox war immer noch da. Also das ist typisch Jerry jetzt im Hintergrund, wie er moderiert. Ah, da war ich auch mal kurz im Bild. Also als Beweis. Ganz schon wieder rausgesprungen. Und jetzt wollen wir mal kurz die Yankee Tango zeigen, wie sie jetzt hier majestätisch da reinrollt. Ah, da, mehr Glück gibt's einfach nicht, ja? Nee, mehr Glück gibt's nicht. Ah, da ist die Reverser Cam nochmal. Da haben wir auch ein Foto von, wie wir da stehen. Ist natürlich jetzt das Stativ etwas schief, ja. Man muss ja noch lernen, 2017
haben wir das Stativ noch schief hingestellt. Das haben wir zum Glück etwas mehr im Griff mittlerweile. Ja, auch wir haben am Anfang unsere Fehlerchen gemacht. Ja, ja, und da gab es ja eben die Geschichte mit dieser Influencerin, die Stewardess, die uns aus dem Flieger heraus fotografiert hat. Hast du diesen Post noch irgendwo? Ich musste das suchen, weil ich muss alles zusammensuchen. Das ist ja nicht irgendwo auf einer Plattform bei YouTube oder bei Facebook zu finden. Nee, ist klar, deswegen frage ich. Ich habe das jetzt, in der Recherche, ich habe auch eine Webseite auf fluggesellschaft.de, wo ich die ganzen Links nochmal so mit den Zeitstempeln verlinkt habe, aber das war jetzt nicht dabei. Der Witz war, wir alle, okay, also ich glaube, keiner von uns war damals bei Instagram, ne? Weder Jerry, Johnny, noch du, noch ich. Und das aber war wurde für uns oder als Foto Neuland rumgeschickt, das weiß ich noch, ja. Und es stand von ihr in diesem Post, hey there, Spotters, I see you. Oder we genau. See you. We see you, ja, irgendwie so, sie sieht uns und wir sehen sie, auf Englisch haben wir da reingepostet, alle waren voll begeistert. Und das war Neuland, ja, das war zum ersten Mal, dass man da auch so solche Waves bekommen hat. Und das ging dann munter weiter mit dem Enteisen aus nächster Nähe. Jerry hat ja auch eine schöne Kamera, der hat nicht die FDR, also die Sony FDR AX53, sondern der hat eine sehr ähnlich gebaute Panasonic, die nutzt er unseres Wissens auch heute noch. Weil die ja nämlich so einen 50-fachen optischen Zoom hat. Und nach der Yankee Tango ging es aber noch weiter. Es kam noch ein weiteres Highlight. Das, ich zeige es nochmal, wie sie rausrollt. Hier sieht man nochmal diesen fantastischen Zoom. Denk nochmal dran, dass es jetzt in der Post-Production, die Qualität ist jetzt nicht auf dem Niveau, wie es eben heute ist. Das waren damals auch die Übertragungswege, ja. Also damals, vor 6 Jahren, war das Netz ein ganz anderes, als es heute ist. Aber die Stelle kennt ihr alle, das ist das Enteisungspad an der 1.8, an der Brücke in Frankfurt. HB Hagen will auch das 747-Emoji, ja, da musst du Mitglied werden. Da hatten wir ja drüber gesprochen, dass wir da eine Lösung finden werden. Hier erfüllen wir ganz kurz den Wunsch. Die ganze ich erfülle ja mal ganz kurz den Wunsch von Gerrit und grüße mal die Vera zwischendurch. Hallo Vera. Gute Besserung. Anscheinend ist Vera krank. Dann auch von unserer Seite her natürlich gute Besserung. Ja, also wir haben Lazarett ist voll, ja. Also was ich alles für Meldungen ja bekomme, auch übrigens um mich herum. Also ihr könnt froh sein, dass wir auf Distanz jetzt uns unterhalten, sonst müssten wir alle eine Maske tragen, definitiv. Was hier los ist, bei mir hier in Berlin und was, also ist nichts zum Lachen, ja, in der Kita unfassbar. Ich weiß gar nicht, sind genauso viele Erzieher da wie Kinder. Und auch, was ich hier für Meldungen bekomme, alle Fans von uns hier von Fluggesellschaft.de und auch von Planemania schreiben rein, wir sitzen zu Hause in Quarantäne und von unserer Seite gute Besserung, hoffentlich wird es bei euch nicht so schlimm. Und die Daumen sind gedrückt, ja, es ist gerade eine absolute Welle und ich lese gerade, auch ein paar von euch sind betroffen. Von uns alles Gute, ja. Ich habe selber Halsschmerzen, ich weiß gar nicht, ob es bei mir auch schon losgeht, also. Ich habe noch nichts, Gott sei Dank, und ich möchte es auch gar nicht haben. Paddy kommt schon wieder mit seiner Frage, aber LTE gab es vor 6 Jahren auch schon, oder? Ja, Paddy, frag mich nicht, mit was die sich da verbunden haben. Es ist jetzt eine Post-Production von Bildmaterial. Ich weiß nicht, wie der das aufgenommen hat, ob der das dann nochmal runtergeladen hat, ob der auf die SD-Karte separat, ob der da was aufgenommen hat. Und deswegen. Aber ich glaube, es geht nicht hier so viel um die Qualität. Ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten, dass die Qualität in den letzten 5-6 Jahren massivst zugelegt hat. Was Kameras angeht, was Mobilfunkübertragung angeht, was Übertragungsraten bei YouTube angeht, Facebook brauchen wir nicht drüber zu reden. Die cutten, glaube ich, heute bis heute noch auf 750p runter, die Qualität, um eben die Datenmengen zu begrenzen, was YouTube eben nicht macht, sondern in HD und 4K überträgt. Ich glaube, dass da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Lass uns lieber hier konzentrieren auf die Nostalgie und wie eigentlich alles so seinen Gang genommen hat. Und ich glaube, das sollte und das Kernthema dieser Show einfach auch bleiben.
Da wird übrigens die Expo 2020 noch beworben. Das war für uns weit in der Zukunft. Das war damals weit in der Zukunft, um Gottes Willen. Da hat auch noch keiner an irgendeine Covid-19-Pandemie gedacht. Da war das noch alles unter ferner Liefen. Aber es gab schon Emirates A380 und der Aircraft Explainer, der Olli, schreibt rein, LTE war damals noch eine LTU-Tochter aus Spanien, ne? LTE España hießen die damals. Und das war natürlich für viele das Ereignis schlechthin. Nach der Yankee Tango kam auch noch der Airbus A380 von Emirates. Und ihr seht vielleicht, dass das dichte Schneetreiben zu dem Zeitpunkt auch komplett weg war. Also wir hatten beste Sicht auf das Flugzeug. Der Frankfurt Phil, so heißt er ja hier, der eigentlich aus Basel kommt. Also alle Leute haben da so Spitznamen auch von Jerry bekommen und der Daniel heißt deswegen DV, wie seine Abkürzung ist, also Daniel Vogt, die Initialen auf Englisch DV, ich heiße seitdem TJ. Und auch hier gab es, glaube ich, eine Pilot Wave, genau, der Kollege hat da gecheckt, der Pilot, und dann haben wir auch noch eine Pilot Wave abgegriffen vom Emirates A380. Fast die beiden sind da ausgerastet, ja. Ja, definitiv. Weil für ich mein, die ja. Man muss es ja wirklich sagen, es ist ja bis heute so, wer an diese Position geht, beziehungsweise eine Vorankündigung für diese Position macht, in der Winterzeit, du kommst an keiner Stelle am Frankfurter Flughafen näher an die Flugzeuge dran, wenn du nicht auf dem Vorfeld direkt bist. Genau. Es ist einfach eine fantastische Position, genauso wie der Affenfelsen eine fantastische Position ist bei diesen Short-Take-Offs. Wir haben euch das letzte Woche Montag gezeigt, als die Mike Kilo, die heute übrigens Trainingsflüge auch hatte, wieder durch Deutschland, als die 1.8 Short kam, direkt auf uns zu. Das geht nicht besser. HB Hagen möchte nochmal die Freude von den Jungs hören. Mal kurz gucken, ob ich das an der richtigen Stelle... Da hat man noch so einen Schnitt. Du hörst jetzt das Enteisen. Warte mal, ich mach's nochmal ein paar Sekunden zurück. Die Stelle hören wir uns jetzt nochmal eben an. Ist richtig, wir sollten den Sound auch mal hier abspielen. Das ist ja fantastisch. Ja, natürlich, klar. Fantastic. To finish off the Frankfurt weekend. Oh my god, that was just phenomenal, man. There you go. Absolutely phenomenal. There you go, we got it, guys. Oh, oh, oh. Wow, wow, wow. What's this? Yes. Yes. Yeah. How cool was that? Oh, guys, I wish we could fade it out. Ja, das war, man muss dazu sagen, die wussten schon, also die hatten schon die Zeit im Nacken. Es ging ja darum, dass der ein Flug bald ging und die wussten, dass der A380, der muss jetzt kommen, das ist unser letztes Flugzeug, es ist nur noch wenig Tageslicht da. Und dann kam er. Und deswegen haben die sich da wirklich auch abgefreut und das, glaube ich, auch nie wieder geschafft. Ja, also Jerry war ja ein paar Mal in Frankfurt jetzt. Und hat es immer wieder versucht, auch das Enteisen mitzunehmen. Aber der hat diese Situation, Yankee Tango 747 Lufthansa plus A380 von Emirates, glaube ich, nie wieder gefilmt. Nee, das kam auch, glaube ich, nie wieder so. Nee. Also spätestens seit nach der Pandemie haben wir diese Situation ja eben auch so nicht mehr. Ne? Insofern, ja, es war insofern eigentlich ein sehr einmaliger Tag, / Mittag und Nachmittag, den wir da verbracht haben. Kennzeichen nochmal, könnte mal einer gucken, ob es das Flugzeug überhaupt noch gibt, ja? Oder ob es eins der ausgemusterten ist. Und das war es dann von dieser Zusammenfassung. Ihr findet die unter Frankfurt Aircraft De-Icing Station in Action. Ja, also, und das war im Jahr 2017 für die später reingeschaltet haben. Ziemlich genau, ich meine, morgen vor 6 Jahren ist das. Und Moni Maria schreibt auch rein, Jerry, der Temperamentsbolzen, ist halt ein Engländer, der Luftfahrtenthusiast ist und wirklich einer der, ich würde so sagen, einer der wenigen Moderatoren in der Livestream-Branche, der Emotionen in der Art und Weise so rüberbringen kann. Daniel und ich haben ihn sehr gut kennengelernt
Und ja, der Kontakt ist heute nicht mehr so wie damals. Jerry ist halt irgendwo auch, ich sag mal, der ist so als Einzelperson unterwegs und da ist er sehr gut drin. Der hat seine Assistentin, die Jilly, die ist also ständig auch in seinem Ohr übrigens. Er hat also eine Moderatorin, die sehr stark aktiv ist und quasi 24 Stunden für ihn zur Verfügung steht und mit der bestimmt mehr als 12 Stunden pro Tag telefoniert. Ich habe das mitbekommen, als wir in London waren und das werden wir hoffentlich ja auch nochmal zeigen. Ne? Habt ihr noch irgendwelche Tipps oder Fragen? Und ja, H.P. Hagen schreibt rein, Jerry sollte sich mal an Locals wenden. Ja, macht ja, ich habe auch gerade gelesen. Macht er. Macht er auch. Schon. Der hat zum Beispiel in Boston hatte der eine ganz, ganz tolle Flughafenmitarbeiterin vor Ort, die wirklich seine Shows gerockt hat, als er in Boston war. Ne? Boston, USA, Ostküste. Der war auch schon überall in Anchorage. Der war... wo ist er jetzt noch gewesen? Toulouse öfters. Toulouse, Louisville. Louisville hat auch noch keiner gemacht. Das ist das UPS MDF-Zentrum für Frachter. Der, ja, und der war mit uns ja in Düsseldorf. Wir kommen durch die Themen nicht durch. Nee. Sollen wir das nächste machen? Lass uns Frankfurt abhaken. Einen Schritt weitergehen. Ja, bist du auch dafür. Alles klar. Ja. Schritt weiter ist wieder Facebook. Ach, das ist Düsseldorf. Guck mal hier. Muss ich auch kurz ausholen, bevor es losgeht. Da war der Daniel nicht dabei. Es ist ein Freitagnachmittag, musste er arbeiten. Es war klar, dass wir uns am Samstag dann treffen und ich glaube am Sonntag auch. Aber die sind am Freitag gekommen, Jerry und Johnny, aus London. Und das war das dritte Ziel. Die haben also gemacht Amsterdam, Frankfurt und dann haben sie gesagt Düsseldorf. Ja, auch interessante Reihenfolge. Hat mich auch gewundert, dass sie das gewählt haben. Aber die hatten sich da auch nicht so groß vorbereitet und Daniel und ich haben von Düsseldorf immer so geschwärmt. Und das habe ich erst hinterher gerafft. Damals war die Terrasse noch geöffnet in Düsseldorf und für die Engländer war das ein Traum. Die haben in England auch solche Terrassen gehabt in den 70er und 80er Jahren und es gibt keine einzige mehr davon. Und diese Perspektive von oben, also Johnny hat die ganze Zeit gesagt, ich kann es nicht glauben, diese Perspektive von hier oben, das ist so fantastisch, das haben wir bei uns in England nicht mehr. Und deswegen wollten die dahin. Die wussten aber nicht, dass ich eine halbe Stunde nach deren Ankunft eine Flughafen-Bustour gebucht hatte für uns drei. Daniel war ja leider nicht dabei. Nee, da war ich nicht dabei. Und dann haben die gesagt, alles klar, dann gehen wir live. Es waren also der Busfahrer, der große Bus, ein Passagier, der irgendwie ein mega Layover hatte und wusste nicht, was er machen sollte. Der ist da mitgefahren, eher gelangweilt und hat sich diese Typen angeguckt aus England, die da Livestreams gemacht haben. Und ich war dabei und wir sind dann aufs Vorfeld gekommen, weil die Bustour ist ja auf dem Vorfeld in Düsseldorf gewesen. Die gibt es ja heute auch nicht mehr, diese Bustouren, ne? um das mal nochmal anzusprechen. Guck mal, ob wir hier auch einen Ton haben. Und Jerry und Johnny konnten es gar nicht fassen, dass sie plötzlich auf dem Vorfeld stehen. Die waren eigentlich davon ausgegangen, dass sie jetzt erstmal so einen Location-Check auf der Terrasse oder sowas machen. Ja? Und zack, stehen sie auf dem Vorfeld. Die waren auch übrigens die Ersten, die dann eben mit so Neon-Klamotten da rumgelaufen sind, hinten dieses Media draufgeschrieben haben. Ich glaube, der Aufkleber ist da auch irgendwo. Das Design gibt es auch heute nicht mehr. Nein, gibt es heute so nicht mehr. Jerry hat sich von dem Babyblau irgendwann verabschiedet. Tui-Blau, würde ich sagen. Ne? Jetzt gehen wir mal mit. Also wir fahren eine Runde mit. Ich glaube, wir müssen bis zur Minute 13 mal kurz. Also wir sind jetzt so munter über das Vorfeld gefahren. Und dann hieß es plötzlich, ey, da ist ja die All Nippon 787 auf dem Radar und die landet gleich. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht mal dem Busfahrer sagen könnte, ob der ein Stück schneller fahren kann. Achso, ein Sicherheitsmitarbeiter war noch dabei. Ja, man darf übrigens heute bei Bustouren, also in Frankfurt oder sonst wo, auch in Dresden nicht aussteigen. Weil wir aber einen Sicherheitsmitarbeiter dabei hatten, ging es an verschiedenen Stellen, war es dann eben damals noch möglich, da rauszuspringen. Ich glaube, das ist auch heute in Düsseldorf nicht mehr möglich, selbst wenn es die Touren gäbe. Ja, Feuerwehr haben wir gesehen, alles Mögliche. Aber ich will jetzt zu der Stelle... wo die dann gesagt haben, ey, da ist die All Nippon auf dem Radar. Und plötzlich meinten die so, ja, Thomas, halt mal die Kamera. Yeah.
Wir lassen es mal laufen, weil er gleich sagt, fahr mal links rum. Ich unterbreche mal kurz, um das mal zu übersetzen für die, die es nicht so verstehen oder nicht so in dem Englisch drin sind, was die reden sehr, sehr schnell und weil wir das so oft gehört haben, kriegen wir es so halbwegs mit, was er erzählen will. Also die sagen, in England gibt's das nicht, das ist ein Shame, das ist also eine Schande und der einzige Flughafen, wo es toll ist, das ist London City, weil er so klein und kompakt ist. Und da kommt man halt aufs Vorfeld, wenn man zum Flugzeug geht, ist klar, bei so einem kleinen Flughafen, aber da hat man auch nur diese Embraers, ne, oder Embraers. Und jetzt geht's hier weiter, wir fahren dann da um die Ecke. Ich glaube, da muss man den Ton ein bisschen hochziehen, der HP fragt schon nach dem Ton, weil man hört es kaum. Und die beiden übrigens, die haben es ja echt leicht gemacht. Die haben einfach gesagt, hier, Thomas, jetzt halt du mal die Kamera. So nach dem Motto, keiner von uns hat Bock zu filmen. Wir wollen eigentlich nur quatschen. Und die haben da ihrer Begeisterung freien Lauf gelassen. Ne? Spulen nochmal eben kurz. Jetzt schnallen sie das, dass die ANA kommt, also die ANA 787. Drehst du den Ton nochmal ein bisschen hoch, Thomas? Also, wir sind alle sehr nervös geworden. Da kommt sie rein. Es wackelt jetzt natürlich, weil wir im Bus sind. Und das heißt, es Türen auf, rausspringen und die All Nippon filmen. Here we go. This is a treat for you guys. Zoom. That's beautiful, man. He got it. Wow, that's beautiful. Thomas Chubb, Mr. Thomas Chubb. Yeah. Congrats. Wow. Keep following him, man. Screamliner. Da kommt das her. Ne? Ja, genau. Wow, what a treat. That is a treat, man. That is a treat, yeah. Oh, that is a treat. And I tell you what, we've got a couple of departures as well. Wow. We have a couple of departures right in front of us. Wow. How about great that, JB? Wir nehmen das nochmal mit, die stellen sich jetzt vor. Erzählen das nochmal. So, good afternoon, good evening, good welcome, everybody. Good welcome. You are watching Big Jet TV and we are live in Düsseldorf. Yes, indeed. Wow, what a fantastic treat we had there with that ANA Dreamliner just coming in. We were a little bit worried about whether we were going to get any action for you guys, but wow, we really have. And we now, Thomas, have... Let's just have a little listen here, see if we get any spool up. Yeah. So we've got an Austrian A320 going out right now, guys. Tell us where that's going to, if you're on the radar. I'm sure. And a couple of privates going out as well. No, these are awesome.
Es sind die ersten beiden Flugzeuge, die ich jemals gefilmt habe. Ja, ich hatte vorher nie so eine Kamera in der Hand. Sehr schick. Ja, das war aus der Hand, ist das nochmal sehr shaky, aber ich finde schon ziemlich gut gemacht. Ja, also ich habe mich sehr angestrengt. Ich habe nichts gerafft, ja. Und es ist auch so, dass diese Panasonic, die hat nicht so einen Bildstabilisator wie die Sony FDR AX53. Also, ja. Das war unser Abenteuer mit Jerry und Johnny in Düsseldorf. Ja, also ihr könnt euch vorstellen, dass wir so ein bisschen aus dem Häuschen waren. Die waren total aus dem Häuschen. Die Zuschauer konnten es nicht fassen, dass da so eine Bustour war und dass die mitgefahren sind. Und gerade eben hat auch jemand reingeschrieben, der Florian war es, glaube ich. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja, also ja, es ist tatsächlich so. Damals haben wir gedacht, das ist normal, dass man so eine Bustour bucht. Ich habe da keinem was von dem Düsseldorfer Flughafen von erzählt, dass da zwei Verrückte aus England kommen, die Livestreams am Flughafen machen. Und ja, und das wird heute nicht mehr angeboten. Es gibt keine Besucherterrasse mehr. Es ist einfach nur traurig an der Stelle. Und ja, wir können froh sein, dass wir damals dabei sein. So ist dann eben ja, immer, definitiv. Denkt immer dran, wenn ihr heute am Flughafen seid, wenn ihr heute die 747, wenn ihr einen A340-600, einen A340-300 fotografiert oder filmt, in 2-3 Jahren gucken wir nostalgisch, so wie wir jetzt 6 Jahre zurück nach 2017 darauf zurück und sagen, du weißt noch damals der A340 und man glaubt es nicht, heute haben wir die en masse, aber je schneller wir gucken, ist das weg und deswegen genießt das, schaut euch das an, macht mit. Und das war Düsseldorf mit Big Jet TV. Puh, also wirklich, da haben wir innerhalb von wenigen Monaten auch Verrücktes erlebt. Also es war ja nicht nur, dass wir die Livestreamer da getroffen haben, sondern dass wir in der Community, in offenen und geschlossenen Facebook-Chat-Gruppen uns ausgetauscht haben, tolle Leute kennengelernt haben, die heute in alle Winde verstreut sind, muss man ja auch so sagen. Ja, es sind Leute verstorben mittlerweile. Ja, die sind wirklich überall verstreut. Ja, es sind Leute verstorben. Aber wo wir schon bei Düsseldorf sind, Thomas, ich glaube, du hast noch was anderes vorbereitet. Eine besondere Szene, die von der Besucherterrasse aus gefilmt wurde. Genau. Wo uns damals Johnny darauf aufmerksam gemacht hat, der gerade die Kamera quasi betrieben hat in dem Moment. Und er sagte, look, 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 look. Wir wussten alle gar nicht, was möchte er denn? Ich glaube, 95% von euch haben das noch nie gesehen, was jetzt passiert am Flughafen von einem Flughafenmitarbeiter, der hoffentlich, also ich glaube nicht, dass er entlassen wurde oder ob da irgendwas mit dem passiert ist. Es ist einfach fantastisch. Ich glaube, es ist auch nochmal viral gegangen später. Und es war eine einzigartige Szene, die war dann am nächsten Tag von der Besucherterrasse in Düsseldorf gefilmt. Von Johnny, wie der Daniel das gerade gesagt hat. Wir standen daneben und haben einfach nur Bauklötze gestormt. Also ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Zeitstempel habe. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt damit. Ich lasse auch... Und mach's am besten als Vollbild, damit man es richtig sieht. Ich mach's als Vollbild, auch wenn uns das irgendwas wegschießt. Ich guck mal. Sonst machen wir die Szene nochmal. Ja, genau. Und ich hoffe, dass jetzt nicht gleich die Werbung kommt. Also jede Sekunde geht's los. Ich habe den Ton an. Daniel und ich sind jetzt stumm. Schaut euch das an. Das habt ihr wahrscheinlich noch nicht gesehen, wenn ihr die Szene nicht kennt. Und ich sage nur schönen Gruß an den verstorbenen King of Pop. Michael Jackson. Oh, that is fantastic. He's doing it, look. He is. He is. Look at that. Ow. Get oh down. My God. Get down. Das müssen wir uns nochmal angucken. Das ist also die berühmte Michael Jackson-Szene am Flughafen Düsseldorf. Pegasus. Pegasus. Pegasus dann. Oh, that is fantastic. Look, he's doing it, look. He is. He is. Look at that. Ow. Get oh down. My God. Get down. Also, es war eine kurze Szene. Aber der Moonwalk in der Cargo Bay, wir haben uns das selber ein paar Mal angeguckt, bis wir verstanden haben, was denn da eigentlich gerade abgegangen ist. Und haben uns dann selber schon kaputt gelacht darüber und fanden das total klasse.
Ihr müsst euch das so vorstellen, der Mitarbeiter dort hatte eine kurze Zeit Pause, bis die nächsten Container geliefert werden. Im Frachtbereich unten im Flugzeug ist das so, dass ja vieles auf Rollen unterwegs ist. Die sind in den Boden eingearbeitet und darauf kann man diesen fantastischen Moonwalk machen. Und das hat der Mitarbeiter einfach in seiner Pause gemacht. Er wusste, glaube ich, auch nicht, dass er gefilmt wurde. Und ich meine, der Flughafen hat das später auch geteilt, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ich kenne diese Szene nur eben von Big Jet TV und ich musste damals auch wirklich zweimal hingucken. Ich habe es ja dann ohne Kamera aus der Ferne gesehen und habe es mir dann nochmal auf dem Filmmaterial angeguckt, weil ich es eben nicht richtig sehen konnte und habe mich dann eben nochmal kaputt gelacht darüber. Also wirklich Moonwalk in der Cargo Bay war damals in aller Munde. Naja, und wir haben natürlich dann die Highlights, die Düsseldorf zu bieten hat, dort auch abgegriffen. Ihr seht hier den Walk über die Besucherterrasse. Airbus A380 von Emirates ist da. Cathay Pacific ist da. Wir konnten, wenn das Flugzeug gelandet ist, einfach darüber auf die andere Seite und es in diesem Bereich Terminal B und C dann filmen. Das geht heute von dem Parkdeck P7 nicht. Da kann man also diese Position nicht filmen. Und deswegen weinen oder fordern viele diese Besucherterrasse ja zurück. Der Flughafen hat gesagt, dass sie ja zumindest überlegen, was man da machen kann. Aber Daniel und ich, wir sind leider sehr pessimistisch, ob da was passiert. Und wir hatten hier auch was, ist glaube ich ein A330. Das ist aber was Besonderes übrigens. A330 Lufthansa. Das war die Verbindung nach New York und das ist eins der ersten Flugzeuge mit dieser Shark Skin Technology. Das ist diese Haifischhaut. Das sind also so Klebefolien, die auf dem Flugzeug aufgebracht sind. Und wenn man das richtig macht, kann man da, glaube ich, 1% Sprit sparen. Und das wurde im Jahr 2017 getestet. Dann hat man jahrelang nichts mehr davon gehört. Und ich glaube, vor 2 Jahren ist das Thema wieder aufgekommen, sodass jetzt die Flugzeuge damit ausgestattet werden. Aber das war vor 6 Jahren, dass das als Testflugzeug unterwegs war. Die Cuxhaven ist das, die Kilo Bravo. DAIKB. Wer dazu Infos hat zu dem Flugzeug, gerne rein damit. Ich kann mich noch an dieses Sharkskin-Thema erinnern, ja. Da waren mehr so Highlights. Also wir hatten, glaube ich, auch eine Cathay. Gucken wir uns da einfach mal den Start noch mit an, ne? Auch mit Sound. Natürlich mit Sound. A330 und Werbung. Warte, wenn die Werbung weg ist, mache ich den Sound. Werbung ist weg. Also wenn man sieht, Terrasse ja. War aus allen Gesichtspunkten ein absolutes Highlight, weil du hast dort wirklich eine fantastische Aussicht gehabt über das Gelände und konntest auch wirklich fantastische Aufnahmen machen. Und Margin, dein Wort in Gottes Gehör ging, in 2032 wird DUS schlagartig die Terrasse eröffnen. Nein, Martin, ich glaube es noch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass es mehrere Hintergründe hat, warum die Terrasse immer noch geschlossen ist. Und ich glaube, dass eben aus den bekannten Gründen die Terrasse so schnell nicht wieder eröffnen wird. Aber ja, es wird, Gerrit hat hier nochmal einen Hinweis. Hoffen weiter. Gerrit hat einen Hinweis, dass wenn man die Flughafenführung darauf anspricht, dass die da eher sagen, wir haben mal drüber nachgedacht. Aber du müsstest wenn du es nicht absperrst, müsstest du die gesamte Terrasse mit so einer Glaswand umranden. Das ist ja von den Kosten her schon extrem. Ich kann den Düsseldorfern nur raten, das so mal nach Köln zu schauen, wie man es da gemacht hat. Da ist ja auch kein Sicherheitszaun. Aber die Terrasse in sich selber hat ja noch mehrere Abstufungen mit eigenen Terrassen. Man kann also gar nichts aufs Vorfeld werfen oder irgendwas veranstalten.
was man nicht auch von anderer Stelle am Flughafen genauso leicht machen könnte. Also da ist vielleicht noch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass man auf der Terrasse noch einen Bereich hat, wo vielleicht auch nochmal eine Erhöhung ist, eine kleine Tribüne, sowas wie in Frankfurt die Düne an der Nordwestbahn. Und dann kann man die etwas zurückversetzen von dem eigentlichen Geländer, sodass da keiner ganz nah an das Geländer ran kann. Ja, also das wäre so meine Idee. Aber was weiß ich schon und ja, was wissen die Fahrer? Aber Thomas, du weißt selber aus Erfahrung von anderen Flughäfen, egal ob du nur eine Plexiglaswand nimmst oder einen Maschendrahtzaun wie in Frankfurt am Terminal 2 auf der Besucherterrasse, alles, was du zwischen dich und das Flugzeug stellst, ist eine Behinderung für Fotografen und Videografen. Es ist einfach so. Und Düsseldorf hatte immer den Vorteil, dass sie dort mit Sicherheitspersonal statt eben irgendeiner Sicherheitslösung baulicher Natur gearbeitet haben. Und so würden wir uns das natürlich alle auch wieder wünschen. Meinetwegen gehen wir gerne durch eine Sicherheitskontrolle durch, wie jeder andere Passagier zum Flugzeug. Und dann braucht es halt mal 10 Minuten länger, bis man überhaupt auf der Terrasse ist. Aber der Rundumblick ohne irgendwelche baulichen Veränderungen und Hindernisse ist einfach unschlagbar. Ja, und für alle Düsseldorf-Nostalgiker haben jetzt für euch noch die Cathay Pacific Airbus A350. Ihr habt es auch nochmal reingeschrieben, wofür das der A330 mit der Sharkskin jetzt unterwegs ist. Ohne Sharkskin für Discover Airlines. Und gucken wir uns doch mal den Cathay-Start nochmal an, weil wir auch das heute nicht mehr haben. Auch das jetzt mit Sound und mit vollem Bild. Pubtransit, Martin kann sich jetzt auslassen über Düsseldorf. Bitte behaltet aber eure Emotionen soweit im Zaun. Wir wissen, dass die Situation sehr schwierig ist. Der Flughafen hat da wenig Geld. Seit der Pandemie sparen die an jeder Ecke. Da ist der Busfahrer für die Flughafentouren zu teuer. Ja? Also deswegen gibt es auch diese Flughafentouren nicht mehr, weil das einfach aus deren Sicht sich nicht mehr rechnet. Traurig, aber so ist es. Jetzt aber Cathay Pacific A350. Auch ein Flugzeug, was wir heute in Düsseldorf leider nicht mehr im Liniendienst sehen. Ja. Und das ist auch vor der Pandemie eingestellt worden. Also da ist die Pandemie gar nicht dran schuld. Nee. So sieht's aus. Aber eine Verbindung, Thomas, muss ich trotzdem anmerken, fehlt mir bis heute in Düsseldorf. Und zwar ist das der tägliche Flug Tokio-Düsseldorf von ANA, von ANA, All Nippon Airways, gerade auch vor dem Hintergrund, dass in Düsseldorf eben die große japanische Community ist. Da warte ich immer noch drauf, dass diese Verbindung wieder direkt aufgenommen wird. Und ich wette, die wird wieder kommen. Ja, das ist wirklich verrückt, weil die immer gesagt haben, das muss kommen wegen der großen Community. Haben viel jetzt über Frankfurt abgewickelt, haben da auch die Kapazitäten aufgestockt, die All Nippon. Aber wir alle warten jetzt darauf, dass Düsseldorf wiederkommt. Kurzen Glitch gehabt mit dem Flightradar. Und der Martin schreibt es auch rein, was gerade der Olli reingeschrieben hat. Die sind ursprünglich mit der 777 gekommen und sind dann auf den A350 geswitcht und machen beides jetzt nicht mehr. Das war Düsseldorf mit Big Jet TV, ja, also wirklich, man erlebt dann einiges mit den Livestreamern, wenn man vor Ort ist. manchmal definitiv. Ist es auch ganz schön, ich muss eben auch dazu sagen, manchmal ist es ganz schön langweilig, der Livestreamer, der muss ja filmen und moderieren und den Chat auslesen und der hat dann für die Gäste, die vor Ort sind, oft gar nicht so viel Zeit und vor der Show ist er unheimlich nervös, damit das alles gleich klappt. Und nach der Show ist er komplett fertig, weil er jetzt 3, 4, 5, 6 Stunden vielleicht geredet hat und braucht erstmal eine Pause. Und das möchte ich jetzt an der Stelle mich auch schon mal entschuldigen, wenn das vielleicht irgendwann mal ein bisschen komisch rüberkommt, wenn ihr uns besuchen kommt. Aber das Schöne ist, mittlerweile kommt ja nicht nur eine Person, sondern 2, 3, 4, 5. Und man kann sich dann mit den anderen Planespottern austauschen. Und das ist eigentlich, finde ich eigentlich das Schönste an dem Ganzen, wenn man sich am Flughafen trifft, da ist ein Livestreamer, der ist der Grund, warum alle da sind
Und im Hintergrund tauscht man sich mit den anderen Leuten aus, die interessiert sind, Fans sind. Kerosinis, Plain Maniacs. Das ist und so wie ein Familientreffen eigentlich und das macht eigentlich immer Spaß. Wir haben vor Ort immer Spaß. Bis jetzt ja. Jo. Wir haben gute Hoffnung für 2024, ich hoffe ihr auch. Und jetzt geht's mal weiter. Was hatte ich denn in der Liste? Hast du die Liste noch da? Für mich ist selber auch ein Überraschungs... Ach, jetzt kommt auch nochmal ein Highlight. 21.30 Uhr. Ich möchte ein bisschen auf die Uhr gucken, aber wir haben tatsächlich doch ein paar geile Sachen erlebt. Man muss das ja wirklich sagen. Und das ist ein absolutes Highlight. Daniel war dabei, ich war dabei. Wir beide haben das zusammen gerockt. Das war ein toller Nachmittag in Düsseldorf. Wir sind immer noch in Düsseldorf. Willst du mal was da kurz sagen? Weil ich war ja dann hinterher auch sprachlos. Ich habe ja nichts mehr gesagt. Was war da los? Wenn ich weiß, um welche Szene es geht. Ach so, du siehst das nicht. Ich mach mal die Musik weniger. Ach, ich weiß, um was es geht. Ja. Also, ja, vielleicht erkläre ich mal kurz. Definitiv ein Highlight. Weißt du, genau, ich glaube, das Stadtbild passt. Warte mal, weißt du, wer die Personen sind? Ich war schon ein bisschen weiter. Eine Person kennt jeder. Jetzt bist ich mach nochmal. Wolltest du mal kurz erzählen? Und stopp. Genau. So, wenn du das jetzt im Großbild mal machst, im Vollbild, dann sieht man auch mal, auch die Leute auf dem Handy sehen dann, wer da drauf zu sehen ist. Also, weil wer jetzt leider links aus dem Bild verschwindet, ist der Lufthansa-Vorstand Carsten Spohr. Der ist leider links außer der Reihe. Ja, muss ich dich korrigieren. Der Ralf Teckentrupp von Condor. Ach, der Ralf war das. Okay. Ja, okay. Ralf Teckentrupp von Condor. Okay, ja, dann war das mein Fehler. Sorry. Und den Herrn mit der roten Mütze, ich glaube, den kennen alle und schreiben einige auch schon rein. Ja, das war Niki Lauda. Und das war der Tag, an dem Niki Lauda verkündet hat, jawohl, wir kaufen von Air Berlin Flugzeuge zurück. Wir machen wieder Niki Airlines, beziehungsweise in dem Fall dann Lauda Airlines. Aber er hat sich morgens entschieden, dann eben nicht die Flugzeuge von Lufthansa, die ihm angeboten wurden, zu nehmen, sondern hat von seinem lieben Kumpel von Ryanair sich für Flugzeuge entschieden. Und der Teckentrupp musste da gute Miene zum bösen Spiel machen, weil er bis zu dieser Pressekonferenz, glaube ich, nichts davon wusste. Es ist eigentlich eine sehr interessante Pressekonferenz. Es ist eine historische Veranstaltung gewesen, die nachher gar nicht mehr so großartig von der Fachpresse auch ausgeschlachtet wurde. Ne? Da gab es so ein paar Artikel, da waren auch einschlägige Luftfahrtjournalisten vor Ort. Den Andreas Späth habe ich nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob der da war. Ich glaube nicht. Der wäre uns ja aufgefallen. Aber aus aller Herren Länder, vor allen Dingen aus Österreich. Ne? Also waren massig viele Österreicher da und deutsche Journalisten. Und es ging darum, dass die Fluggesellschaft, die hieß damals Lauda Motion, die hieß noch nicht, gar nicht Lauda. Die hieß Lauda Motion. Die wurde vorgestellt, sah ein bisschen aus wie Air Berlin. Und es war eigentlich vorgesehen, dass ein Joint Venture mit der Condor vorgestellt wurde. Das soll auch dann noch ein paar Wochen gelaufen sein. Aber der Hauptknaller an dem Tag wurde auch veröffentlicht, dass sie eine Zusammenarbeit mit Ryanair starten. Und dann ist ja hinterher Lauda Motion eine hundertprozentige Tochter von Ryanair geworden. Das durften die aus rechtlichen Gründen damals, glaube ich, noch nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Festival jetzt hier für den Martin. Ich lasse es mal weiterlaufen, weil das war noch gar nicht der Höhepunkt, den wir euch eigentlich zeigen wollten. Denn das wirklich Verrückte war, dass wir ja gut ausgestattet waren mit dem Merchandise unseres Lieblings-Aviation-Livestream-Kanals, nämlich Big Jet TV. Und ich hatte einen Aufkleber von denen dabei. Und die Ansage war, wir gehen zu Niki Lauda und übergeben diesen fantastischen Aufkleber. Wenn uns die anderen mal hier vorbeilassen. Das ist übrigens der Flughafenchef, den es auch nicht mehr gibt, der Thomas, wie heißt der Schwanke? Nee, Thomas. Ich auch hab's abgelöst auch worden. Ja. Komme ich gleich noch drauf. Genau, damals war das noch Lauda Motion. Das war noch ein Stückchen weiter. Ja, ja. Das war also wieder in den Fliegereien sind. Ich habe das ja hinterher zusammengeschnitten. Hier ist die Szene, da geht die Treppe rauf, Daniel filmt. Das ist die Szene.
Und ich übergebe gerade diesen Aufkleber an Niki Lauda. Und ich werde nie vergessen, was er gesagt hat. Oh ja, interessant, gucke ich mir an. Ja. Und dann ist, das war die letzte Szene in Düsseldorf und alle haben das gefilmt und dann ist er da hochgegangen und das war eine ganz emotionale Nummer, das mache ich jetzt auch nochmal groß, weil die allerletzte Szene, wo er oben an der Treppe steht und wirklich selber sichtlich gerührt war, dass er jetzt wieder eine Fluggesellschaft an den Start gebracht hat. Bringst du nochmal ein paar Sekunden zurück und mach das dann nochmal mit Ton, Thomas. Achso, haben wir den Ton gerade nicht, es läuft aber auch Musik, es ist sonst kein Ton. Da hat er sogar die Mütze abgenommen, was er ja ganz, ganz selten macht, ja. Aufgrund dieses Unfalls 1977 als Formel-1-Fahrer. Das ist übrigens einer, der Contender Marketing-Chef damals. Ja. Es, aber ich glaube, das dann, ist jetzt es gibt keinen, nicht so interessant. Es, Thomas Schnalke, Martin hat es, ja, der war es. Ja. Genau. Und da ist übrigens auch die Jürgen Raps-Geschichte gerade eingeblendet, den wir ja auch getroffen haben. Und auch das ist bei Big Jet TV in der Gold Lounge gelaufen. Und das ist nachvertont worden auf wir haben ein englisches Interview mit dem gemacht und das ist auf Deutsch nachvertont worden. Ja, genau. Und was habt ihr für Infos zu Niki Lauda? Gucken wir mal kurz rein. Ja, Martin schreibt, dass wer war es denn? Nee, Aircraft Explainer. Nee, wo war's denn? Oben da. Die Namensrechte liegen bis heute durch die Übernahme bei Austrian. Für Lauda Motion. Und er ist mal mit Niki Lauda geflogen. Der war damals am Steuer, beziehungsweise am Sidestick. Einen Ton haben wir jetzt gerade nicht gemacht, weil da sowieso in der Nachproduktion nur Musik lief. Wir haben keinen Originalton mehr dabei. Ich hatte auch kein Mikro mit. Na, der Daniel hat das mit dem Handy von hinten gefilmt, wie ich da vorne den Aufkleber übergebe. Aber ich meine, es wäre damals auch mal original auch zu hören gewesen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, habe ich dir bildlich erzählt und du hast das mit in deine Träume reingenommen. Das war wirklich eine lustige Veranstaltung, weil wir waren ja auch die einzigen Livestreamer da. Ne? Das kannte man zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass irgendwie eine Pressekonferenz live übertragen wird. Und leider eben alle nicht für euch, ihr wart alle nicht dabei, weil wir das in diese Big Jet TV Gold Lounge gemacht haben, also in diesen abgeschlossenen englischsprachigen Bereich. Ja, also war schon eine sehr interessante Veranstaltung, muss man sagen. Also ich glaube, das war die letzte wirklich große Pressekonferenz, wo wir beide zusammen waren, bisher. Ich habe nichts dagegen, sowas nochmal zusammen zu machen. Können wir gerne mal wieder tun in der Zukunft. Es war damals einfach eine glückliche Fügung, dass das ausgerechnet in Düsseldorf stattgefunden hat, die Pressekonferenz, und es die Möglichkeit gab, da eine Akkreditierung zu bekommen. Ja, das war alles mit heißer Nadel gestrickt. Der Martin, der kritisiert jetzt hier diese Lackierung. Wir haben auch gedacht, oh, jetzt kommt hier Lauda Motion. Das wurde ja da riesen pompös angekündigt. Und dann kam halt ein Flugzeug, was irgendwie aussah wie Air Berlin und einen kleinen Aufkleber drauf hatte. Ja, also es ist, ich habe also da an verschiedenen sagen, Stellen oft gestaunt. Niki hat während der Pressekonferenz selber noch schon gesagt, das ist jetzt erstmal drauf, aber mir gefällt es noch nicht, es kommt dann nochmal anders. Das war, da hat er damals schon in der Pressekonferenz gesagt. Das hat ihm überhaupt nicht gepasst, so wie das da jetzt aussah. Das war jetzt, naja, erstmal, dass jetzt irgendwie Lauda draufsteht. Okay, ich mache einfach weiter. Sorry für den Bruch. Natürlich nochmal ein Rückblick an Niki Lauda. Der ist dann schwer erkrankt und dann auch verstorben in den, ich weiß, ein, zwei Jahre später. Ein großer der Luftfahrt, ja, der hat viel bewegt in den 70er, 80er Jahren. Ihr kennt vielleicht auch diese Absturznummer mit der 767 von Lauda. Da gibt es einen Podcast auch zu von Flugforensik. Hört euch das einfach nochmal an, das ist ziemlich gut gemacht. Und da ist das auch ein bisschen aus anderer Perspektive mal beschrieben worden. Also ich habe auch mit Leuten gesprochen, die mit ihm geflogen sind. Und es ist halt ein typischer Self-Made-Millionär, der halt, ich sag mal, das ist eine One-Man-Show mit vielen, vielen helfenden Händen gewesen und ganz anders aufgebaut, als wir jetzt die typischen Konzernstrukturen jetzt hier in Deutschland vielleicht kennen. Alles eine kleinere Familie. Bei Lauda Air in Österreich und da kannte jeder jeden, auch im Hintergrund,
Und das ist irgendwie eine andere Firmenkultur gewesen. Und auch das gibt es so vielleicht heute nicht mehr. Ja, also, ja, da sind wir ganz stolz, dass wir dabei gewesen sind. Ja, wo wir auch ganz stolz waren, war diese Nummer. Und zwar haben wir die Yankee Alpha im Bild. Und Sebastian hat nochmal die Daten reingeschrieben. Der ist also 1949 in Wien geboren und 2019 im Mai in Zürich verstorben. Also das war ein Jahr vorher, 2018, wo wir ihn getroffen haben. Peter Müller hat noch die Ergänzung, das ist auch eine Folge Mayday mit der Lauda, die in Thailand abgestürzt ist. Dann haben wir hier die Nummer, wir waren auf dem Vorfeld und zwar in Berlin-Tegel. Wir in dem Sinne, ich war alleine und da waren sonst keiner dabei. Leider. Es war Planestream zu der Zeit auch dort, meine ich, der Benny. Ich weiß aber nicht mehr, wie das genau war. Ich glaube, ich habe den auf dem Vorfeld getroffen. Der hat das für Planestream live gestreamt, aber auch nur so teilweise. Ich weiß auch nicht, ob die, damals war das mit den Datenverbindungen halt auch nicht so doll. Dann ist mal so ein Stream abgebrochen, dann musste man aufhören oder eine riesengroße Pause machen. Bei mir war es so, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, der Einzige, der das da live gestreamt hat. Das war kurz vor dem Abflug. Also die Lufthansa hat mit der Yankee Alpha eine Tour durch Deutschland gemacht mit der 747-8 und die hatte als einziges Flugzeug die brandneue Lackierung damals. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, wie viele Jahre das schon her ist. Das ist die brandneue Lackierung mit dem Blau, was etwas zu dunkel geraten ist, was man dann hinterher noch angepasst hat. Und hier war die Dame aus der Marketingabteilung. Mit der hatte ich vorher so ein kleines Gespräch gehabt und da ging es um dieses Gelb, weil das ja so ein mega Kritikpunkt war, dass es so wenig Gelb gäbe und da ist sie nochmal zurückgekommen mit dem Halstuch für die Flugbegleiterinnen. Man hört nur kaum was, Thomas. Es ist so leise, dass man es nicht hört. Okay, ich mache nochmal zurück. Germany Marketing and Mrs. Mies is coming out. Frau Mies. Mrs. Mies, können Sie nochmal? Noch einmal zeigen? Ja. Hello, Mrs. Mies. Now we are on the other channel. Yeah. Can you show this once more, please? Of course. And everyone asked us if the yellow is gone. Yes. Of course, it's still there in a lot of items. For example, it's a new that flight attendants are wearing. Of course, we use the yellow in a lot of digital our boarding pass. Boarding passes in yellow anymore. Yeah, a lot of yellow items. I have some. Next time you will be on board, you get some chocolate as well. Perfect. Can I take it? Yeah, please. And I have a sticker for you. Oh, you have a sticker? Oh, we love stickers. We just produced a lot of new stickers with new logos. Thank you so much. But you have to hurry for sticking it on a machine. Das will ich nochmal kurz erklären. Ja, was willst du sagen? Ja, ich glaube, es ist, auch wenn der Ton jetzt vielleicht nicht für alle Zuschauer so verständlich war, es ging wirklich um dieses Thema, dass das Gelb aus dem Logo hinten einfach verschwunden ist und man hat sich hier versucht zu rechtfertigen, wieso, wir haben doch das Gelb noch belassen im Halstuch, auf der Schokolade und an diesem Aufkleber direkt an der Tür. Die Lackierung war gerade mal vorgestellt und schon kam von überall her eben dieses Thema auf, wo ist denn das Gelb geblieben? Also das war ein riesen Thema damals. Ja, ich erkläre ihr, also ich erzähle gerade den Leuten, dass sie von uns den Sticker bekommen hat und die das nicht verstanden hatten. Also die Schokolade war ja auch in Gelb. Und wie der Daniel schon richtig sagt, ja, also die fing dann mit den Halstüchern an, weil das so eine Mega-Diskussion halt war. Und ich hatte auch einen praktischen Vorschlag. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt gleich nochmal eingeblendet wird. Was ich nochmal zu dieser Story da auf dem Vorfeld in Tegel erzählen wollte. Erstmal Tegel. Gibt es jetzt auch nicht mehr? Nee. Und das Gelbe ist ja das Welcome-Panel, was wir neben der Tür sehen. Das kennen wir ja vom Captain Klaus, also von Quacks 747, der da immer so Kunstwerke drauf malt mit dem Edding. Das ist also Welcome-Panel, nennt man das Ganze. Da ist so eine Begrüßungsfläche in Gelb, wo man was draufschreiben kann als Crew. Und der Quacks 747 malt da immer
die Silhouette des Reiseziels drauf. Ne? Bei New York dann, das war mein Vorschlag. Es gab nämlich so eine schöne Montage, wo jemand das hintere, das Heck, also da den Kreis vom Kran, vom Crane oder vom Kranich gelb gemalt hat. Das hätte ich jetzt an der Stelle mit KI wahrscheinlich eingeblendet. Das war mein Vorschlag. Ja, vermutlich, ja. Ich lasse einfach mal laufen, dann müssen wir gleich den Take-Off dabei haben. Oh, wir haben ja übrigens auch von Arne Clausen die Unterstützung vorhin vorgelesen, weil gerade 1 Euro von Jakob Schäfer reinkommt. Ne, 2 Euro. 2 Euro. Ist jetzt erst da. Vielen Dank, Jakob, ja. Und vielen Dank, Arne Clausen, auch für die Unterstützung über den Superchat. Vielen herzlichen Dank. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert, bis die Treppe weg war. Was ich jetzt aber nochmal nachtragen wollte, war, dass da auch Leute waren, die sich mit Flugpoststempeln, ich habe jetzt den Fachbegriff nicht auf der Reihe, da waren also Leute, die haben so Luftpost dabei gehabt und der Kapitän hat in seiner Tasche, in seinem riesengroßen Pilotenkoffer, hat ja einen Stempel drin gehabt und der ist da oben die Treppe rauf, also der Luftpostphilatelist ist die Treppe rauf mit seinem Brief und hat sich das Ding von dem Captain abstempeln lassen. Und das fand ich phänomenal. Ja. Und diese Leute, die haben auch eine eigene Vereinszeitschrift, die heißt Luftpost. Die möchte ich auch gerne empfehlen. Und die gibt's da auch. HB schreibt nochmal rein, als ich damals die Yankee Alpha zum ersten Mal bei der Präsentation in der Lufthansa Halle sah, schrieb ich auch eine Angry Mail an Carsten Spohr, an das Sekretariat. Das war auch einer der ersten Livestreams bei Planestream damals, da war der Jakob dabei, also nicht unser Jakob, sondern der Jakob Wert und der hat einen der ersten deutschsprachigen Livestreams auch bei dieser Präsentation gemacht, ne? Also das war so die Zeit, wo das alles in Deutschland anfing, ja? Also Big Jet TV schwappte dann hier nach Deutschland rüber, wobei wir als Fans das in Englisch damals gemacht haben. Wir kamen noch gar nicht so auf die Idee, das auf Deutsch zu machen. Ne? Irgendwie. Nee, weil wir das eben eigentlich für internationales Publikum von Anfang an eigentlich gemacht haben. Und zwar klar, wenn wir das auf Deutsch machen, kriegen wir eigentlich kaum Zuschauer, muss man mal so ganz offen gestehen. Das war das Denken eben zu dem damaligen Zeitpunkt. Hm. Und erst später sind wir dann ja eben umgeschwenkt und haben gesagt, wir sind nun mal ein deutscher Kanal, wir machen das auf Deutsch. Und es war meiner Ansicht nach genau der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Genau, und dann kam Planestream auf. Planestream war ja wirklich sehr, sehr stark deutschsprachig dann. Mit dem Hintergrund, dass der Spiegel der Teilhaber des Ganzen war oder Initiator. Und wir sind jetzt hier Pushback der Yankee Alpha. Und ich meine mich auch erinnern zu können, dass der Chris von Planworld Berlin, der war auch damals dabei, der hatte einen Platz auf der Terrasse bekommen, die eigentlich vom Winkel her besser war, weil man den Start dann besser filmen konnte. Und der Chris von Planworld Berlin, der hat uns dann auch gefilmt, wie wir da unten stehen. Also da gibt es noch eine schöne Szene, wo man sich den Take-Off von der Yankee Alpha nochmal vernünftig angucken kann. Chris filmt das auch besser als ich jetzt hier irgendwie mit dem iPad und es wackelt alles. Ich wollte gerade sagen, Aircraft das Bild Explainer, war gerade so schräg, dass man meinen konnte, dass die 747 jetzt nach hinten runterrollt. Ja, damals, ne? Aber das ist nochmal frei Hand gefilmt. Ja, und hier der Olli schreibt auch nochmal rein, Aircraft Explainer. Ich war damals auf der Terrasse in Düsseldorf, als sie da vorgestellt wurde. Ja, es gab also Rundflüge, also Point-to-Point in Deutschland. Ich meine, die ist auch nicht überall auf dem Vorfeld stehen geblieben, sondern es gab dann mal Low-Pass oder sowas in Hannover oder was. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber es war so die Vorstellung dann erstmal in Deutschland, vorher in Frankfurt in der Halle. Und dann ging es dann weiter. Und dann startete die neue Lackierung, damals mit ganz viel Schimpf und Schande überkübelt. Und mittlerweile haben wir uns alle dran gewöhnt. Fast alle, ne? Nicht alle. Nee, ich mich bis heute nicht. Ganz ehrlich nicht. Ich kann mich auch daran erinnern, Thomas, kurz bevor die neue Lackierung vorgestellt wurde, gab es im Netz ganz, ganz viele Designvorschläge. Ja. Und zwar teilweise richtig tolle. Und jetzt rate mal bitte, welche Farbe alle mit drin hatten. Es war, deswegen hatte ich ja Textmarker dabei. Es gab immer einen Vorschlag mit Gelb. Es gab keinen einzigen, wo kein Gelb dabei war. Auch wenn es nur ganz, ganz leicht und dezent drin war. Und da waren richtig, richtig gute. Und das
war auch eine Initialzündung, wo wir damals mal gesagt haben, wenn ich jetzt eine Airline wäre und ich bräuchte ein neues Design, ich würde auf jeden Fall die Community vorher fragen, weil da so geile Vorschläge kommen. Dann kann ich immer noch zu der sehr teuren Marketing- oder Designagentur gehen und die das dann nach irgendeinem Vorbild verbessern oder noch schöner machen lassen. Aber die Vorschläge aus der Community, die waren die allerbesten. Ja, definitiv. Also die vermisse ich bis heute noch. Und dann, ja, dann hast du nochmal die große Fahne ins Bild gehalten von Big Jet TV, jawohl. Also da muss ich ehrlich sagen, mit dem aktuellen Design von Lufthansa komme ich bis heute nicht wirklich überein. Da bin ich nicht wirklich ein echter Freund von. Ja, es ist ein ganz klassisches Design, aber früher, wenn du in die Luft geguckt hast, hast du einen Flieger gesehen mit einem gelben Punkt hinten drauf, du wusstest, das ist eine Lufthansa-Maschine. Das hast du aus 10 Kilometern Entfernung bald gesehen. So, und das ist heute eben nicht mehr. Dieses Alleinstellungsmerkmal, das haben sie heute nicht mehr. Ich wollte nochmal auf die Frage von Peter Müller eingehen, der fragt, sprecht ihr euch zwischen den Streamern eigentlich ab, wer wohin kommt oder ist das mehr oder weniger immer Zufall? Man kann sagen, in 99% der Fälle ist das Zufall und in 1% der Fälle sprechen wir uns ab. Beispiel ist, das können wir jetzt schon sagen, können wir es jetzt schon sagen? Ja, wir sagen jetzt nochmal grob, nicht wann genau. Willst du schon sagen? Ja, kann man ruhig schon sagen, denke ich. Also wir kommen am Wochenende des 20. Januar nach Frankfurt. Daniel hat es reserviert, ich habe es reserviert. Irgendwann dann, also der Samstag ist der zentrale Tag und wir sind vielleicht am Sonntag auch da oder auch schon am Freitag reise ich wahrscheinlich schon an, weiß ich noch nicht genau, wie ich es machen werde. Und da sprechen wir uns ab, da fragen wir auch andere Kollegen, ob die dazukommen. Zum Beispiel den Maruan möchten wir fragen. Wir fragen Leute, mit denen wir uns sowieso austauschen und ein paar von denen wissen das jetzt noch gar nicht, dass wir sie fragen werden. Einer und weiß es schon und der ist auch schon gefragt worden, der muss es nur noch abklären, das ist der Bart. Ja, der Bart aus Amsterdam von We One Aviation und wir sprechen uns da schon ab, weil wir auch Bock haben, mal was zusammen zu machen. Wir hatten ja schon verschiedene Dinge probiert. Der Kai war zum Beispiel ja letzte Woche Samstag in Frankfurt. Er kam extra aus Siegen angereist, hat seine sehr, sehr gute Kamera mitgebracht, die für schwaches Licht perfekt ist und hat quasi seine Dienstleistung Kameramann zur Verfügung gestellt für unseren Livestream. Und Gerrit von Horn gibt Kommandos. Kann ich ja nicht Nein Gerrit sagen. Ist da, ja, also, wenn wir den Namen Maruan schon fallen lassen, dann ganz kurz. Maruan hatte bereits einen ersten Termin bei dem Arzt in Paris. Das war ja die große Hoffnung. Also, dann das, wo man ganz viel Hoffnung reingesteckt hat, und der scheint auch genau der richtige Arzt zu sein. Im Moment geht es ihm noch nicht besonders viel besser, besonders mental, zumindest als ich das letzte Mal vor 2 Wochen, glaube ich, mit ihm gesprochen habe. Wir bauen ihn im Moment noch auf. Aber er kriegt offensichtlich bei den Terminen in Paris, und es werden noch welche folgen, die richtige Behandlung, sowohl mental als auch medizinisch. Und wir stecken da ganz viel Hoffnung rein, dass das wirklich aufwärts geht. Und Maruan hat mir auch beim letzten Mal gesagt, ich will unbedingt wieder an den Flughafen, sobald ich es irgendwie auch nur körperlich und mental kann. Also er will, und er kriegt Hilfe von allen Seiten. Wir hoffen, dass es jetzt auch dann in Kürze Wirkung zeigt und dass er dann wirklich auch am 20. Januar mit am Start sein kann, mit Eddie zusammen, den werden wir natürlich auch versuchen mit runterzukriegen, seinen besten Kumpel aus Amsterdam. Vielleicht kann er Baten mitbringen oder so. Wir gucken mal, was wir da so veranstalten können. Also so viel zu dem Thema Maruan. Ich bin mit ihm im doch ziemlich häufigen Kontakt und Austausch. Wir haben eine sehr gute Freundschaft mittlerweile aufgebaut und ich glaube, das wird was. Und Gerrit fragt, da wäre ein schwarzer Streifen bei ihm im Profilbild gewesen. Davon weiß ich nichts. Davon weiß ich auch nichts. Und weiß auch nicht, was es bedeutet. Könnte ja auch ein Todesfall in der Familie sein. Oder ich glaube, es ging auch mal bei dem Erdbeben in Marokko. Da hatte der auch so eine Solidaritätsbekundung dabei. Und ja. Das letzte ist ein schwarz-weiß Profilbild, das weiß ich. Aber das hat jetzt keine besondere Bedeutung gehabt.
Ja, und wollen wir mal gucken. Ja, also ist noch nichts hundertprozentig geplant. Wir wissen auch noch nicht, wo wir uns da treffen, ja, und wie viele Leute eigentlich kommen werden. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt fast einen Monat und 9 Tage vorher den Termin wissen, nämlich den 20. Januar 2024, dann haben das jetzt ein paar von euch mitbekommen. Da sehe ich schon die spitzen Ohren. Und HB Hagen ist, glaube ich, auch schon gebucht. Der hat den Termin eingetragen, sehe ich gerade in seinem Kalender. Und so weiter. Ja, das ist so schön. Und natürlich hier und unsere Mods, Falls Mikey noch irgendwie irgendwo im Chat mit dabei ist, du bist gerne herzlichst eingeladen, dich wieder bei uns zu melden und mal wieder was mit uns zusammen zu machen. Genau. Wir würden auch Frankfurt Phil gerne mal wieder treffen, ja, den wir da vor 6 Jahren halt getroffen haben. Wir haben ihn noch einmal danach wieder in Frankfurt gesehen. Der Herr kommt aus Basel, heißt er jetzt aber Frankfurt Phil, so ist das mit den Spitznamen. Und ja, ich denke, das ist doch ein übrigens, schönes Der hat, übrigens für die Leute, die Frankfurt Phil damals noch mitbekommen haben und kennengelernt haben, Frankfurt Phil hat mittlerweile geheiratet. Die Dame, die damals auch schon seine Freundin war. Ja. Ja, ja, genau. Dann hoffentlich gute Entscheidung von unserer Seite. Herzlichen Glückwunsch. Und das ist sehr, sehr nett, wie viele nette Wünsche von eurer Seite darüber kommen. Wer jetzt noch vergessen hätte, vielleicht einen Daumen da zu lassen. Wir haben, glaube ich, gerade 94 Likes hier bei YouTube. Wenn ihr bitte beim Rausgehen das nicht vergesst, nochmal einen Daumen nach oben da zu lassen, ja, dann kriegen wir die 100 voll für unser Throwback Monday, unseren Blick zurück in die Early Days auf Daniel und mir im Bereich Planespotting Live. Also, wir haben selber eigentlich gar nichts auf irgendeinem eigenen Kanal veröffentlicht. Wir haben ja dann später diesen Blog gegründet, der hieß oder heißt ja immer noch Spotting TV. Die Webseite gibt es aktuell nicht mehr, aber es gibt noch den YouTube-Kanal, es gibt noch die Facebook-Seite, es gibt einen Twitter-Account, was gibt es noch? Wir haben, glaube ich, einen Instagram-Account, Spotting TV, das heißt also englischsprachig, was uns da einfällt, posten wir da. Sorry, dass wir es nicht so viel gemacht haben. Daniel hat auch einen eigenen Hauptjob, den er von 9 bis 17 Uhr bereitstehen muss. Ich habe meine Selbstständigkeit, für die ich ja auch was tun muss. Ich muss Flugtickets verkaufen oder meine Webseite pflegen oder sonst was machen. Und wir wollen natürlich weiter für euch parat sein mit Studioshows und Livestreams. Wir haben jetzt gesagt, wann wir wieder aktiv sind. Es wird auch davor laut Planung noch was geben, natürlich. Auch diesen Monat noch. Es hängt alles mit den Gerätschaften zusammen. Ihr habt ja mitgekriegt, das letzte Wochenende hat geklappt, weil wir ein Übertragungsgerät geliehen bekommen haben. Nochmal herzlichen Dank an die Firma TMC in Paderborn, die da so unkompliziert zur Verfügung gestanden hat. Und das war's. Ich glaube, was ganz wichtig ist. Nee, ich glaube, wir stellen einfach nochmal die Frage in den Raum. Es ging ja heute um die Spotter-Geschichte von dir und mir. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen? Ich würde gerne einfach nochmal den Chat fragen, habt ihr noch Fragen dazu oder können wir euch noch irgendwas beantworten, wo ihr noch sagt, wie habt ihr denn das damals gemacht oder das würde ich gerne wissen oder warum habt ihr das denn so oder so gemacht? Ich stelle die Frage jetzt einfach nochmal so in den Raum und spreche mal weiter, bis hier so die ersten Reaktionen vielleicht kommen, weil ich weiß, hinterher kommen immer Fragen noch und selbst bei Präsentationen stellt man ja die Fragerunde an das Ende und vielleicht können wir euch ja noch die eine oder andere Frage irgendwie beantworten. HB fragt zum Beispiel, wann die Live-View kommt. Das müssen wir dann gucken. Also Thomas, kannst du da nur beantworten, weil du das organisierst? Weiß ich selber nicht. Und zweitens weiß ich gar nicht, ob wir sie überhaupt einsetzen. Wer weiß? Das ist eine andere Frage. Wir sind auf alle Eventualitäten hoffentlich vorbereitet. Also aktuell ist das so, an dem Equipment scheitert es nicht. Es ist nur völlig unklar, welches wir benutzen, ob ich in der Lage bin, es zu betreiben. Und also rein manuell oder technisch muss ich halt die Gebrauchsanweisung mal durchlesen. Und ja, vielen Dank, dass ihr uns jetzt hier so stark unterstützt habt. Markus Görz fragt, wann wir denn mit eigenen Livestreams angefangen haben. Das übrigens
ist das nur ein Teil unserer Highlights. Ich habe noch eine Palette. Ich glaube, ich mache mit Martin nochmal eine Show, damit wir noch ein, also mit Martin und Daniel, weil Daniel eigentlich an der Stelle ja immer dabei war. Ja. Dass wir nochmal einen zweiten Teil machen, weil da sind noch mehr Highlights. Und ich möchte daran erinnern, dass wir noch eine Sache gemacht haben, die extrem emotional war und wo es wirklich, wirklich an die Nieren eines jeden Luftfahrtfans ging. Das war bei dem letzten Tag von Air Berlin. Da waren Daniel und ich in Düsseldorf auf der Besucherterrasse mit hunderten, tausenden anderen Menschen, um darauf nochmal zu erinnern. Und wir hatten, glaube ich, 20.000 Zuschauer bei Facebook war das. Ne? Aber es war, glaube ich, offen. Ich glaube, die Jilly hat uns damals offen auf BigJet TV freigeschaltet. Also wir waren auf dem Hauptsender. Ich glaube auch, ja. Und wir waren nicht in dieser Facebook-Gruppe, wo sonst vielleicht 300, 400 Leute drin waren, sondern die hat gesagt, nee, das ist jetzt so krass, dass eine Fluggesellschaft in der Größe ihren letzten Flug hat. Und das war ja in Düsseldorf und in Berlin parallel. Und wir waren in Düsseldorf auf der Terrasse und haben das gestreamt. Ich habe gesehen, dass der WDR auch einen Livestream ins Netz gestellt hatte. Der war natürlich zigmal größer als das, was wir gemacht haben. Aber es war so emotional. Wir hatten eine Flugbegleiterin direkt neben uns stehen. Die hat geheult wie ein Schlosshund. Und das war die ganze Zeit auf dem Ton drauf. Ja. Das ist ein toller Teaser, Thomas. Und ich glaube, wir schalten das an der Stelle einfach mal ein Stück zurück und machen daraus vielleicht wirklich nochmal eine eigene Studioshow, um das, diese Dimension einfach mal rüberzubringen, weil das kann man nicht in zwei Sätzen rüberbringen, was dort an einem Gefühlsmix auf diesem gesamten Flughafengelände eigentlich war, sowohl im Terminal als auch auf der Terrasse. Lass uns das an der Stelle einfach mal cutten. Gerne berichten wir euch nochmal von diesem letzten Flug von Air Berlin in Düsseldorf und wie das gelaufen ist. Ich glaube, das wäre nochmal eine eigene Studioshow wert. Darf ich ganz kurz noch die Frage von NSP einschmeißen? Er hatte an dich die Frage gehabt, ob Trainspotting, das du mal gemacht hast, für dich nur ein Testballon war. Nee, das fand ich total geil, aber ich bin halt kein Experte im Züge erkennen. Wie ich festgestellt habe, ich habe also Stunde um Stunde im Nachhinein mit der Produktion da verbunden und gedacht, oh, die, ich habe dann diese, man hat auf der Lok immer die Nummer, die ist dann so sechsstellig, ne? 303, 405 oder was, gesehen, ja, habe das dann immer nachgegoogelt, geht ja auch, und war überrascht, wie unterschiedlich die ganzen Züge sind, aber für mich war das alles gleich, also waren viele Züge unterwegs. Und auch das Ship-Spotting hatte ich ja auch schon mal erwähnt, haben wir mit dem Paddy mal besprochen, wir waren ja in Hamburg beim Paddy. Und Daniel und ich haben das in Duisburg gemacht, an einer wirklich geilen Stelle mit Industriekulisse im Hintergrund und die Binnenschifffahrt gezeigt. Und da waren wir auch schon mit so einer Schiffs-App unterwegs. Da waren halt nur die Binnenschiffe, aber nur in Anführungszeichen. Ich fand es auch sehr interessant. Wir haben das mit dem U-Boot in Duisburg gemacht, als wir letztes Mal in Düsseldorf waren. Also wir gehen immer mal abseitig der Flugzeuge auch unterwegs, aber Flugzeuge ist halt, kann nicht alles machen. Das ist mindestens 80% sind Flugzeuge. Punkt. Wir müssen da mal mehr so Collabs machen, auch mal mit so Zügen. Die VT601, ich glaube, das ist diese von dem TEE, ne? HB Hagen, diese rote Lok. Ja. Bin mir nicht so sicher. Und Sebastian Kolzer hat nochmal darauf hingewiesen, dass wir eine neue Webseite haben und er hat das jetzt nochmal in so einen Bitly-Link gemacht. Ey, Sebastian, eine ganz schlaue Idee von unserem Moderator. Ja, das ist klasse. Wir hatten eine etwas längere URL und der hat die nochmal verkürzt, weil man die irgendwie hier nicht posten konnte. Also wir haben nochmal auf dieser Seite alle wichtigen Links von uns aufgeführt. Da ist auch mit jetzt PayPal, da ist mit der Spotify-Link, da ist Instagram, TikTok. Stark aufstrebend sind wir, glaube ich, nur 4 Fans aktuell. Das ist alles dabei. Und ich kann da wahrscheinlich auch für den Daniel sprechen. Markus fragt die Frage, seit wann wir Luftfahrt begeistert sind. Also das hat man ganz am Anfang gesagt, dass wir jetzt nur 6 Jahre zurückgegangen sind bis 2017, 2018. Da ging es um Luftfahrt-Livestreams. Aber sowohl Daniel als auch ich, wir sind ja seit frühester Kindheit Flughafen-Fans. Ne? Spreche doch für dich auch, korrekt. Ja. Und da gibt es auch Fotos. Ne? Das hat der Kevin von Aviation Videos Live in Los Angeles letztens gemacht, dass der seine Kinderfotos mal rausgekramt hat. Und das können wir auch. Also ich habe die parat. Und da kann ich euch dann
meine Fotos in der LTU zeigen oder wer sich daran erinnert, dass früher in Palma de Mallorca, wenn man dort angekommen ist als Neckermann oder TUI-Pauschaltourist, da gab es da so Fotografen, die an der Gangway gewartet haben und so Fotos gemacht haben. Und tatsächlich, meine Eltern haben so ein Foto mal gekauft für 15.000 Peseten oder was das damals gekostet hat. Okay. Und davon habe ich, meine ich, auch einen digitalen irgendwas. Also, das wollen wir euch auf jeden Fall zeigen, wie der kleine Tommy aus der LTU aussteigt. Und ja, von meiner Seite war es das. Jackie hatte noch einen Hinweis. Und zwar hast du, da kommt es nochmal, das fand ich ganz interessant. Und zwar bist du mit dem letzten Air Berlin-Flug aus Miami gekommen. Aber das war der nicht mit dem, Flypass am Tower hoffentlich, ne? Oder saßt du etwa in der Maschine drin? Dann müssen wir mit Jackie auch nochmal ein Special machen. Denn das war noch eine Sondernummer mit dem letzten LTU-Flug, der aus Miami kam. Sicherlich auch extrem emotional. Die sind um den Tower in Düsseldorf nochmal eine Runde geflogen. Und Daniel, meine letzte Ergänzung war, was wir in Düsseldorf mit Air Berlin letztem Flug erlebt haben, das konnte man tatsächlich noch ein einziges Mal darstellen, auch in gleicher Emotionalität. Das war der letzte Tag in Tegel und da waren wir auch live. Ich war da irgendwie live für, war es Planestream oder war es schon Plane Mania? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, es war schon Plane Mania. Es war schon Plane Mania, glaube ich. Ich war da mit der Live View auch unterwegs und das war auch der totale Knaller oder also mir stockte jetzt auch nochmal der Atem. Wir haben die ganze Woche, zwei Wochen lang Abschiede genommen, ohne Ende. Olli war dabei, Katharina, Ina und das war auch nochmal der Oberknaller. Auch das müssten wir eigentlich bei so einem Rückblick nochmal bringen, weil das wirklich so emotional war. Also ihr seht, wir haben noch ganz, ganz viele Themen, die wir mit euch in der Studioshow teilen können, wollen und mit euch bequatschen wollen, eure Fragen beantworten können und wollen. Wenn ihr weiter Lust habt an dem Format, lasst uns bitte gerne einen Daumen nach oben da, damit wir auch wissen, jawohl, das macht ihr klasse, so wollen wir das haben und das macht uns Spaß. Oder eben, wenn man eben keine Lust darauf hat, also egal, was ihr für eine Meinung habt, lasst uns bitte da. Vielleicht auch Änderungsvorschläge, wenn ihr sagt, nee, das ist nicht so gut gewesen oder das. Wir wollen das für euch machen, für niemand anderen, für euch, damit ihr Spaß daran habt. Und in dem Sinne, Thomas, übernehme ich jetzt einfach mal die Abmoderation, sag ich jetzt einfach mal, wenn du nichts dagegen hast. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr alle so fleißig mit dabei wart und dass ihr uns vor allen Dingen die Stange und die Treue haltet. Und das finden wir klasse. Thomas. Ja, hätte ich besser nicht sagen können. Und ich gehe einfach die Liste durch und bedanke mich bei Planespotter JK. Der war bei dem Livestream dabei mit Air Berlin. Klasse. HB Hagen meint, 100 Leute haben Lust drauf. Aircraft Explainer schreibt nochmal rein, wo LTU früher überall hingeflogen ist. Lukas möchte Plane Mania sehen. Möchten wir auch. Da gibt es noch Sachen, Sachen, die geliefert werden müssten, die noch fehlen, die hoffentlich kommen. Liegt nicht immer in unserer Macht. Honda Mario sagt gute Nacht. HB Hagen hat Änderungsvorschläge. Ich freue mich schon immer auf diese Liste. Immer gerne. Bezüglich Ton, Peter Müller sagt gute Nacht. Der Marcel war auch noch da. Kürzlich noch auf Mallorca, jetzt bei uns im Chat. Sebastian war da. Vielen Dank. Sebastian, du hast ja auch wieder heute eine. Bitte genauso weiter. Meisterleistung, Moderatoren, Meisterleistung. Der Martin war leider verhindert. Ich sage nur hier, könnt ihr das sehen? Das ist eine Lutschpastille. Wer das auch braucht, die ziehe ich mir gleich rein. Wer auch Halsprobleme hat. Okay. Das machen wir so weiter. Lass uns kurz machen, Thomas. Lass uns kurz machen. Nee, ich möchte mich verabschieden bei allen. Ja, natürlich, klar. Herzliche Grüße nach Krefeld nochmal an den Martin, gute Besserung und auch an alle, die sonst irgendwie im Lazarett liegen. An alle, die hier irgendwie Infos mit dazu geliefert haben, von Jackie über HB bis hin zu Gerrit, der hier uns auch immer wieder Freude macht im Chat.
Danke, 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 danke. Danke, dass ihr uns so die Treue haltet. Und ich mache es jetzt einfach mal ein bisschen kürzer. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir wünschen euch einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen, bleibt nach Möglichkeit gesund. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und von meiner Seite aus bis zum nächsten Livestream. Und da freue ich mich schon drauf. Und Marcel sagt eigentlich, nach dem Studio ist vor dem nächsten Livestream, ja, fast Düsseldorf, genau. Das passt auch. Tschüss. Ja, bis genau. Bald. Dann schreibe ich nochmal rein, wenn ich jetzt nichts mehr sagen darf, dann schreibe ich nochmal rein. Tschüss, macht's gut, alle zusammen. Daniel will Schluss machen, alles klar. Bis dann, tschüss. Ciao.